Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf diesem Kanal. Es geht los mit Formel 1 2024 und ich hoffe zum einen, dass meine Stimme durchhält und ich bin gleich ein bisschen erkältet, deswegen Entschuldigung, falls mal ihr im Ton hört, wie ich die Nase hochziehe, aber nichtsdestotrotz gehen wir natürlich direkt rein in Formel 1 2024. Das erste, was ihr machen müsst, wenn ihr Videos aufnehmen wollt oder dementsprechend auch streamen wollt, müsst ihr hier in die Einstellungen gehen. Dann haben wir hier unten EA Music, denn wenn ihr das hier eingestellt habt, dann werden alle Lieder, die ihr hier seht, abgespielt im Menü. Und da könntet ihr natürlich dementsprechend Copyright-Strikes bekommen. Eventuell. Ich habe es nicht ausprobiert, deswegen habe ich es hier einfach auf Thema geändert. Und dann hört ihr die ganze Zeit auch dementsprechend das, was im Hintergrund zu hören ist. Kriegt ihr auf jeden Fall gar keine Probleme. Was ich in dem ersten Video zeigen will, ist die grundlegenden Einstellungen, die ihr wählen solltet, damit das für euch am Anfang angenehm ist, damit es für euch von Anfang an einfach richtig läuft. Denn meiner Meinung nach machen viele immer den gleichen Fehler. Die schmeißen das Spiel an, gehen in die Karriere und fahren und fahren und fahren. Man sollte aber erstmal den Controller richtig einstellen, das Lenkrad richtig einstellen, die grundsätzlichen Einstellungen richtig machen. Und das möchte ich in dem Video zeigen. Nur der kurze Hinweis, ich bin auf der PlayStation 5 unterwegs, das heißt, das Grafikoptionsmenü fällt natürlich weg. Ich bin jetzt auch nicht gerade beim Lenkrad. Das werde ich wahrscheinlich ein eigenes Video machen, wie ich das Mapping auf meinem Lenkrad habe. Aber das hier soll erstmal grob für das Allgemeine zeigen, was man so am besten einstellen kann oder was ich Ihnen empfehlen würde. Fangen wir schnell an mit den Fahrhilfen. Bei mir ist es natürlich Elite, denn ich fahre ohne alles. Was die einzelnen Fahrhilfen machen, kommt in einem separaten Fahrhilfenvideo bzw. in einer Reihe. Kennt ihr vielleicht schon aus den letzten Spielen, wo ich zeige, man fängt an, man hat alles an und macht nacheinander die Fahrhilfen aus, sodass man am Ende wirklich ohne fährt. Und diese Reihe kommt natürlich bald auch wieder. Gehen wir in die Grafikeinstellungen. Wie gesagt, hier hat man natürlich viel, viel weniger auf dem PC. Da kann man die Grafikdetails auswählen und was weiß ich. Lenkanimation ist hier vielleicht noch das Entscheidendste. Das ist einfach nur, ob sich das Lenkrad im Spiel bewegt. Hat man es auf an, bewegt sich das Lenkrad im Spiel mit. Hat man es aus, bleibt das Lenkrad immer gerade. Sieht ein bisschen weird aus in manchen Situationen. Aber ja, dann gibt es hier noch die Bewegungsschärfe, Stärke. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren, was für euch oder welche Präferenz ihr dafür habt. Soll das alles ein bisschen verschwimmen beim Fahren? Manche haben das auf 0. Ich habe es hier noch auf 20, weil ich das Spiel jetzt relativ frisch angemacht habe. Also da ist es einfach persönliches Empfinden. Telemetrieeinstellungen, Crossplay können wir weglassen. Die Bildschirmanzeige gehen wir hier durch. Allerdings hier auch der Hinweis, dass, wie man das hat, einstellt und sowas, kommt in einem einzelnen Video in den nächsten Tagen auch auf diesem Kanal. Aber wir gehen jetzt erstmal hier auf die Bildschirmanzeige allgemein. Was ich jedem empfehlen würde, ist KMH einzustellen, denn dann habt ihr den normalen Wert, den man jetzt in Deutschland zum Beispiel kennt. MPH, es steht dann zum Beispiel 200 und ist dann umgerechnet 350 km/h, irgendwie sowas. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Stellt es einfach auf km/h, dann sollte das passen. Das gleiche bei Grad Celsius, lasst es einfach bei der Temperatureinheit, denn wenn da steht 100 Grad, ist es besser, als wenn es in Fahrenheit umgerechnet wird, weil dann braucht ihr euch, also stellt es einfach nicht um, lasst es auf Grad Celsius. Dann wichtig bei der Streckenkarte, stellt es am besten auf komplette Streckenkarte. Hat den Hintergrund, wenn ihr die Minikarte anlasst, seht ihr auf der Strecke, wo ihr seid, in welcher Kurve. Die dreht sich dann so mit und ihr seht leicht die Gegner vor euch und hinter euch. Oder wenn es eine gelbe Flagge gibt, wird die natürlich unten auf der Karte markiert. Habt ihr die komplette Streckenkarte, wird euch die gesamte Strecke angezeigt und ihr seht, wo auf der Strecke der Gegner ist, wo auf der Strecke eine gelbe Flagge ist, wo ihr vielleicht nach dem Boxenstopp hinfallen könntet oder ihr seid zum Beispiel im Zweikampf mitten im Rennen, der Gegner geht rein und ihr seht auf der kompletten Streckenkarte, der kommt im Verkehr raus. Dann wisst ihr, okay, ich muss jetzt pushen, ich kann jetzt direkt rein. Also die komplette Streckenkarte bietet viel, viel mehr Vorteile als die kleine Karte, um Informationen aus dem Rennen zu bekommen. Selbst im Qualifying kommt hinter mir ein schneller Fahrer. Seht ihr, wenn der Punkt auf der Streckenkarte hinter euch kommt. Also hier auf jeden Fall die komplette Streckenkarte. Dann wollen wir natürlich das Delta anhaben. Ich sehe es jetzt gerade, hier gibt es noch den Punkt Kartenrotation. Wenn ihr nur die Minimap anhabt,
dann bewegt die sich entweder mit oder sie bleibt einfach statisch und nur der Pfeil bewegt sich, was noch komischer aussieht. Die Distanzindikatoren, das sind diese Pfeile, die anzeigen, wenn ein Auto neben euch ist, wird dann rot. Erst ein Pfeil, zwei Pfeile und dann wird es rot, wenn der Wagen sehr, sehr nah an euch dran ist. Lassen wir an. Fahrertags mache ich tatsächlich gerne mal aus, weil die Namen, also die Autos um euch rum, werden ja in der kompletten Positionsanzeige angezeigt. Und die Fahrertags sind einfach die Namen über den Autos. Das heißt, ihr habt eigentlich die Namen doppelt und die Namen können unter Umständen auch irritieren in Zweikämpfen und sowas. Deswegen lasse es jetzt erstmal an, ist aber auch gar nicht so verkehrt, es tatsächlich auszuschalten. Dann haben wir die Startampel, hat den Hintergrund, wenn ihr zum Beispiel nicht auf Platz 1 startet und seht die Ampel oben, also wo die Lichter angehen und es wird grün, wenn ihr weiter hinten im Feld steht und ihr habt es hier auf Aus, dann seht ihr keine Anzeige bei euch. Das heißt, ihr müsst in die Ferne gucken auf die Ampel. Habt ihr es auf An, kriegt ihr die ganz normale Anzeige von den 5 roten Punkten. Und wenn es dann ausgeht. Dann haben wir den virtuellen Rückspiegel. Das ist ein Rückspiegel, der oben im Bildschirm angezeigt wird, wo ihr hinter euch jemand seht. Habe ich gerne mal an, aber hauptsächlich aus, weil ich benutze dann, wenn ich mit dem Lenkrad unterwegs bin, gucke ich eher im Spiel nach hinten und schaue da direkt den Gegner an. Aber der virtuelle Rückspiegel hilft euch natürlich, wenn ihr in die Kurven seid, mal kurz hochguckt, ist der noch hinter mir oder welche Linie wählt er, hilft es natürlich auch. Dann haben wir den permanenten Session Timer direkt auf Anschalten. Hilft euch einfach im Qualifying und im Training, seht ihr dauerhaft, wie viele Minuten noch Rest sind in der Session. Denn habt ihr das auf Aus, werden nur die letzten, ich glaube, 5 Minuten angezeigt. Und wenn ihr jetzt im Qualifying an der Box steht und plant irgendwas, bei noch 10 Minuten Rest zum Beispiel, und ihr kann ja noch mal rausfahren, noch eine Zeit setzen, dann fahrt ihr raus und dann ploppt zum Beispiel dieser 5-Minuten-Timer auf, dann ist euer gesamtes Timing für den Arsch. Und deswegen lasst es an, ihr seht immer die Zeit, viel, viel besser. Und Ziele immer anzeigen, ja. Wer das machen will, gerne, aber lasst es einfach aus, weil es schon steht da die ganze Zeit. Fahr eine perfekte Runde, schlage den und blab. Lasst es einfach weg. Dann haben wir die Audioeinstellungen und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn, ich muss es jetzt gerade mal finden. Denn es gibt hier den Bordmix. Jetzt bin ich gerade ein klein bisschen irritiert, weil ich eigentlich der festen Überzeugung war, dass... Gucken wir mal ganz schnell durch. Nee. Okay, da muss ich mich nochmal korrigieren. Generell könnt ihr hier von den ganzen Effekten auf jeden Fall ein bisschen weggehen und das Ganze eigentlich hauptsächlich über die Gesamtlautstärke regeln. Wollt ihr andere Autos laut haben, die neben euch fahren und so weiter, macht ihr das halt dementsprechend hoch. Bin ich kein großer Freund davon. Und genau, dann haben wir an sich den Monomix, ich sag mal so Untertitel, das ist halt alles, was persönlich bezogen ist, ob der Monomix, ob das für euch relevant ist. Es gibt einen Tinnitus-Filter, Lautsprechertyp könnte ich hier noch einstellen mit einem Nachtmodus, dass es dann dementsprechend nicht so empfindlich ist, hier noch, wo der Ton rauskommt, aber ganz ehrlich, So wichtig ist es nicht, um das einfach dann zu spielen, aber wir gehen hier natürlich kurz auf die groben Einstellungen. Wichtig ist vielleicht auch der Punkt Ingenieurhervorhebung, denn da könnt ihr zwischen leicht und stark wechseln oder aus. Und ihr seht es auch rechts schon, reduziert die Lautstärke von allem anderen, wenn der Renningenieur redet. Habt ihr das auf leicht, dann hört ihr den Renningenieur, aber der Motor ist komplett laut. Das heißt, unter Umständen hört ihr den Renningenieur gar nicht richtig. Stellt es auf stark, hört ihr den Renningenieur lauter, aber das Spiel leiser. Das ist auch wichtig zu bedenken. Das heißt, ihr hört dann den Renningenieur quasseln, hört aber die Drehzahl nicht mehr im Hintergrund. Also vielleicht erstmal auf leicht lassen. Und das sollte dann eigentlich schon für euch dementsprechend ausreichen. Gibt es hier noch Push-to-Talk und was weiß ich. Wichtig für Anfänger vielleicht, die mit dem Getriebe, also manuell schalten. Hier gibt es noch den Hochschallton.
Das heißt, das Spiel empfiehlt euch, wann ihr hochschalten müsst. Das heißt, ihr fahrt dann und dann macht es irgendwann Piep und dann müsst ihr hochschalten. Wird vom Spiel unterstützt. Der Hochschaltton kommt allerdings immer nur, wenn ihr einen bestimmten Punkt im Drehzahl erreicht. Das heißt, situationsbedingt ist es oft besser, ihr schaltet früher hoch oder aus Kurven heraus, habt mehr Traktion, wie auch immer. Aber der Hochschaltton kommt immer nur, wenn ihr zum Beispiel 12.000 Umdrehungen erreicht. Immer dann piepst das Ding. Aber dass ihr in manchen Situationen vielleicht nicht hochschaltet oder, wie gesagt, früher, dass ihr besser die Traktion auf dem Boden bekommt, das empfiehlt euch das Spiel natürlich nicht. Das heißt, das ist die einzige Einschränkung in dieser Sache. Hier gibt es noch den Parksensor. Das ist in der Einführungsrunde, wenn ihr manuell zu eurem Startplatz rollt, dann piepst es immer dichter, je näher ihr an eurer Startbox ankommt. Also es fängt langsam an und je näher ihr kommt, und so könnt ihr dem auch audiotechnisch euch nähern. Ihr habt allerdings auch eine Anzeige mitten auf dem Bildschirm, wie viele Meter es noch sind, und dann könnt ihr dementsprechend bremsen. Könnt ihr noch den Funk einstellen? Und wie oft oder was tatsächlich der Renningenieur euch sagen soll, auch nur reduziert, nur das Nötigste, weil sonst quasselt er euch ja. Der Teamkollege ist so und so viele Sekunden hinter euch und was weiß ich. Also, da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Dann haben wir noch die Zugänglichkeitsoption. Das ist das, was auftaucht, sobald ihr das Spiel startet. Wichtig würde ich jetzt einfach mal hier nur herauswählen, ist hier die adaptiven Trigger für Controllerfahrer. Probiert mal hier aus, was für euch am besten ist. Das heißt, die adaptiven Trigger sind die da hinten. Wie weit man die reindrücken kann, wie sensibel die sind, müsst ihr speziell für euch auswählen. Beim ersten Testen war schwach eigentlich recht gut, aber im Mittel, denke ich, wird für die meisten, die ein bisschen fester drücken und sowas, wird vielleicht auch relevant. Da gehe ich kurz in die Steuerung rein, denn das hier machen wir jetzt für Controllerfahrer und das Ganze werde ich dann für die Lenkradfahrer nochmal extra machen. Bei der Kalibrierung seht ihr es hier schon, steht standardgemäß auf 25. Ist natürlich auch wieder jetzt eine persönliche Präferenz, wie das Ganze gemacht wird. Aber normalerweise ist es hier auf 0 ganz gut. Durch das neue Handling-Modell, was demnächst umgestellt wird, muss man da ein bisschen gucken, wie, wo, was. Lass es jetzt einfach mal auf 15. Wie gesagt, ich spiele nicht mit Controller, deswegen ist das jetzt im ersten Step gar nicht so wild. Und von daher gehen wir da in die anderen Einstellungen dementsprechend nochmal durch. Ansonsten von der reinen Tastenbelegung. Ich kann euch natürlich empfehlen, rechts oben hochschalten zu machen oder wie auch immer. Das ist aber nach wie vor eine persönliche Referenz. Nur weil ich euch sage, stellt das und das ein, ist es natürlich, ja, ob ihr damit klarkommt, ist eine andere Sache. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehle, generell, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt mit Controller. Ihr seid ja mit dem Controller vielleicht auch beschäftigt mit dem Hochschalten. Ihr fahrt gerade in die Kurve, wie auch immer. Und in dem Spiel ist es wieder wichtig, den ERS-Modus zu wählen. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr startet, hier den ERS-Modus eine Taste zuzuweisen. Ich mache jetzt zum Beispiel mal L1 und R1. Das heißt, ich bin auf der Strecke unterwegs und hänge hinter einem Gegner im Infield. Das heißt, ich drücke L1 und der ERS-Modus geht auf Aus. Jetzt komme ich aus der Kurve raus. Drück R1, um natürlich wieder den ERS-Modus zu erhöhen. Bin dann im Hotlap-Modus, beziehungsweise glaube ich im Überholen-Modus. Kann nochmal drücken, komme in den Hotlap-Modus. Merke, ich komme nicht vorbei, also gehe ich wieder zweimal runter, dass er aus ist. Das heißt, ihr müsst nicht ständig in das Menü rechts unten und mit den Pfeiltasten irgendwie rumklicken, sondern ihr könnt es bequem auf eurem Controller machen, wenn ihr das belegen wollt. Das ist die einzigste Option, die ich tatsächlich empfehlen würde, weil das ERS-Management sehr, sehr interessant wird in diesem Formel 1-Teil. Dazu gibt es aber nochmal ein eigenes Video, wie ich das persönlich am besten belegen würde. Auch auf dem Lenkrad natürlich hauptsächlich und wie man es dann im Spiel benutzt. Aber ansonsten gehen wir jetzt hier erstmal raus, wenn er mich denn lässt. Und dann der letzte Punkt, den ich jetzt in dem kurzen Video zeigen will, ist hier noch, sind noch die allgemeinen Einstellungen in der Steuerung. Hier sind nochmal die Trigger. Ich glaube, das ist genau der gleiche Punkt wie vorher. Und
Für mich auch auf jeden Fall einer der wichtigen Punkte, den ERS-Modus überholen. Sagt im Grunde einfach nur, wollt ihr die X-Taste auf dem Controller und auf dem Lenkrad eurer andere Taste, wollt ihr das ERS aktivieren, ob ihr den Knopf halten müsst oder ob ihr ihn umschalten müsst. Das heißt, ihr drückt, ERS ist an, ihr drückt, ERS ist aus. Und bei halten müsst ihr wirklich mit dem Finger drauf bleiben, dass es aktiviert wird, und geht der Finger runter, hört es auch direkt wieder auf. Das ist natürlich eine, das ist das 100% exakte, um euren ERS-Bedarf zu regeln. Ich bin ein Freund davon, das umzuschalten, weil wenn ich in der Kurve bin oder aus der Kurve rausfahre, drücke ich kurz X und konzentriere mich wieder aufs Schalten bzw. aufs Lenken, und kurz vor der nächsten Kurve drücke ich, oder mitten auf der Geraden drücke ich einfach wieder einmal X, dann ist das Ding aus und ich brauche mich nicht zu konzentrieren, mit dem Finger irgendwie drauf zu bleiben, oder dann rutsche ich noch ab beim Lenken. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Aber das müssten jetzt die ersten Einstellungen gewesen sein. Ich gucke mal ganz kurz. Genau. Also mit den Einstellungen sollte der erste Start in Formel 1 2024 auf jeden Fall gelingen. Wie gesagt, wenn es euch geholfen hat, gerne Daumen da lassen, Abo da lassen, denn in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen kommen viele Formel 1 Videos, unter anderem wie man das HUD einstellt, wie man ohne Fahrhilfen fährt und vieles, vieles mehr. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.